Ja, ist schon an. Hat schon gestartet? Ja, es müsste schon. Oh, NRW, man hat auch so ein Game geholt. Wir bitten so spät. Ja, das erste Fußmatch on Stream. Jan hat, glaube ich, noch nie ein Set gegen Konsti gewonnen. Noch nie? Das ist auf jeden Fall, was ich denke, ja. Aber Jan ist jetzt über die letzten Monate, das letzte Jahr richtig gut geworden. Sieht auch Sets von Dennis öfter, jetzt in letzter Zeit leider nicht mehr. Maxi auch. Aber Konsti auf jeden Fall auch ein Bracket Demon für ihn. Ja, Konsti ist halt schon so auf jeden Fall der Favoriten-Set. Ich glaube, so das Matchup. Weiß nicht. Ist halt, das habe ich das Gefühl, so für Puff so, für Zeph sehr intuitiv, abgesehen, wenn Puff halt croucht. Ja. Was halt Jan selten macht, so dass er croucht und sich abused. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber ansonsten hast du halt so gerade aus dem Grab oder so ziemlich easy Conversions, so zum Knee oder so. Oder halt wie jeder Area. Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, Puff soll auch in dem Matchup eigentlich eher grounded sein, ne? Weil die Abwehr besiegt ja, glaube ich, fast alles, was Puff macht von oben. Also ja, sie kommt an sich, halt so von der Seite diagonal, ne? Aber es ist auf jeden Fall in der Luft sehr schwer, weil Falken halt riesige Kombos bekommt aus Abwehr. Das sieht eigentlich ganz gut aus für Jan. Auch wenn es halt natürlich sein Counterpick ist. Ja. Also ich finde Dreamland, glaube ich, auch gar nicht so schlimm für Falken in dem Matchup. Der hat halt richtig viel Space, um sich zu bewegen. Der hat auch Side-Plattformen, wo er halt somewhat recovern kann. Ja. Deswegen ist er auf jeden Fall kein schlechter Pick. Ich hätte eher gedacht, dass Jan auch eventuell Fountain gehen würde. Ja, Fountain hat es eigentlich auch gut. Weil die Plattformen ein bisschen eklig sind für CF, ja. Und er auch weniger Movement-Optionen hat. Aber Puff stirbt halt super schnell auf, zur Seite, ja. Auf Fountain. Also so ein Nie, mal falsch die Eid. Ja, das war leider voll tot. Ja, aber Dreamland hat Falken halt leider auch nicht so die Probleme, Puff zu töten. Ich glaube, dann ist es eher schwieriger, Puff Falken zu töten. Na, weiß ich nicht. So, wenn. Oh, was? Oh, so ganz oben. Ah, was mit dicker Entschied war, Lovestock. Hätte ich auch gar nicht gesehen, dass Jan ihn noch geklatscht boxt hat. Aber stark, hatte ich nicht erwartet. Ich muss die Frage, wo Konsti jetzt hingeht. Wahrscheinlich Stadium? FD? Stadium, hätte ich gesagt. Yoshis? Yoshis habe ich nicht erwartet. Also, nee, ich auch nicht. Ich würde halt davon ausgehen, dass eigentlich die Plattform so Puff mehr bringen. So gerade irgendwie so die Jumps zu resetten. Und auch so von der Ledge, wie sie auf Plattform gehen können. Aber. Ja, das vielleicht würde es sich einfach besser. Ich meine, Falken hat auch so bessere Recovery Tools, aber. Ich würde halt trotzdem sagen, dass es nicht der beste Pick ist, aber. Man muss auch dazu sagen, er ist der CF-Main, nicht wir. Ja, das stimmt auch. Also, er muss sich halt schon was dabei gedacht haben. Und das Gras sieht auch sehr, sehr dominant aus. Ja. Ja, Pearl bekommt das einfach nichts. Ich hätte halt schon mehr irgendwie so Pokémon erwartet, aber scheint für ihn zu klappen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich fällt auch gerade auf, dass wir, ich glaube, das ist gemoddet, ne? Das ist bei Yoshis Konsti die ganze Zeit hinten rum. Ja, ja. Ich habe es gar nicht bemerkt, dass es jetzt auch schon anders ist. Aber so, auf dem Stream-Setup selber ist das nicht so. Habe ich extra nochmal geschaut, weil ich mich auch gestern gewundert habe. Ach so, okay. Das ist halt geil. Nur von Slippy aus. Ja, Konsti, sorry. Ich meine, da gibt es sowieso einen Grund, dass er hier hingeht. True. Vielleicht will er auch nur, dass man sein Gesicht sieht. True. Ich habe kein Prime und es ist sonst zu teuer. Ein 5er? Nee, das habe ich nicht. Ja, du kannst immer noch 4 Stocks und es sieht leider sehr, sehr stark nach Liegestützen aus, außer Jan fällt hier noch was ein. Ja, wenn irgendwie so eine F-Smash connected, sollte es passen, aber Konsti macht das nicht einfach. Schön. Kriegt ja den. Ja, den Airdash macht Konsti so gerne, ne? Den Airdash nach oben, wenn er denkt, dass der Gegner ihn in den Luft striken wird und dann kann er dann perfekt ausweichen. Ja, Konsti hat eigentlich so schon genügend Optionen, glaube ich. Der hätte auch so ein bisschen warten können. Ja. Das war so ein bisschen preemptively. Also ich weiß, und Jan konnte halt richtig gut drauf reacten einfach. Ja. Ich meine, sieht sonst gut genug aus für Konsti. Ja, auf jeden Fall. Oh, da diese. Oh. Die Run of Air war sick. Also jetzt noch ein Stock. Und dann Rest. Also es ist auf jeden Fall noch möglich. Auf jeden Fall nicht, was ich erwartet, dass du wieder zurückbringst. Am Anfang sah es ja komplett dominant aus. Oh, die Abwehr. Oh. Ah, ja, das wäre das Ticket gewesen. Ich oh, weiß, das ist es? Aber so, selbst wenn er einen Rest gehittet hätte, wäre er trotzdem gestorben dann. Wegen Falkenpunch, ne? Ja, oder man stompt nie, hat man ja gesehen. Gut, das hat ja auch den Job getan.
Ja, ist echt risky für Puff, besonders auf Yoshi. Okay, jetzt geht er vorne. Ja, ist glaube ich auch der einzige gute Pick. Außer vielleicht Battlefield, aber ich glaube die Plattformen sind da eigentlich nicht so gut. Battlefield ist halt auch super gut für CF. Ja. Das ist halt so die Frage, wie gut die Counterpicks wirklich in dem Matchup sind, muss man halt Jan oder sonst fragen. Ja. Aber geklippt von der Getup Attack. Und schon wieder hat man so gesehen, die Plattform, das konnte ich dann, er wollte halt für den Stomp gehen, wurde halt, die Plattform war so weit unten, dass er halt stattdessen so ein Ledge-Cancel bekommen hat. Ja, und dann sieht er auch noch. Aber ich finde, Falcon ist wirklich mit am schlimmsten auf Fountain, ne? Also mit Spaceys kann man irgendwie noch was Cooles machen mit der Plattform. Ja, gerade halt so als Falco, so die ganze Zeit der Spam. Ja, aber das ist ziemlich nice. Mit CF ist es halt so, deine Arrows werden so die ganze Zeit interrupted. Das ist schon ziemlich eklig. Besonders mit Nair, ne? Weil dann immer nur der erste Hit rauskommt. Ja. Aber wenn man dafür bereit ist, kann man bestimmt auch coole Sachen daraus machen. Aber ich finde es einfach sehr schwer, wenn ich persönlich jetzt Falcon spiele. Aber ich bin ja auch kein Falcon mehr. Oh, er ist ein Reinhalter. Er hält einfach rein. Es ist halt auch so hart, nicht reinzuhalten. Man ja, denkt sich schon so, oh, ich habe den ersten jetzt reingehalten. Wenn ich jetzt noch ein Kassier sterbe ich, ja. Dann halte ich nochmal rein. Oh, nochmal das Gleiche. Aber Third macht es hier wirklich sehr competitive. Hätte ich wirklich nicht erwartet, aber ich bin glücklich. Auf jeden Fall, wir wollen hier auch Upsets sehen. Ja, ne? Auf jeden Fall. Also, ich meine, das wäre ja langweilig. Total gerne, aber Jan muss auch mal eine schöne Breakout-Performance mal wieder haben. Ihm sei es gegönnt. Schön. Ja, Puff muss halt wirklich immer von der Seite kommen mit dem Backers, ne? Sie kann nicht einfach von oben kommen gegen Falcon. Ja. Aber andere. Also Abwehr sind zu riesig. Ja, auf jeden Fall. Schön. Oh ja, schöne Dash-Tag. Ja, da kann er nichts machen, muss er warten. Oh, jetzt kann er challengen. Ja, ist es der Edgeguard? Okay, das war's. Geil. Okay. Jetzt ein Rest. Ein Rest. Ein schöner Edgeguard. Oh, warte, Konsti. Ah, es ist so close. Ja, aber er spielt es auch wirklich schon safe. Diese Backers gegen Up Fairs. Ja, diese Backers macht Konsti sehr, sehr gerne, aber die sind auch krass auf jeden Fall. Es ist halt so gut. Oh, was er bekommt? Juicy. Der Jan spielt heute auf jeden Fall gefährlich. Kann man nicht anders sagen. Tatsächlich, Game 5 habe ich nicht erwartet. Nee, ich dachte, also es wäre so 3-1 vielleicht, ne? Aber man muss auch dazu sagen, die sind jetzt auch nicht so, haben wir auch vorher schon drüber geredet, nicht so weit entfernt von Skill, das Skill Gap her. Ja. Aber an sich, Konzi sollte schon der Favorit sein. Ja, es wäre auf jeden Fall schon ein starkes Upset, ne? Aber vor allem, es wäre halt ziemlich nice, so ein Upset hier gleich in den Playoffs. Ja, das erste Set, ja, ne? Vor allem, wenn es das erste, nee, ich glaube nicht das erste Mal, dass Young gegen ihn gewonnen hat. Ich glaube, so, da waren vor ein paar Jedos. Hat er, glaube ich, mal ein Set geholt? Ja, also es kann sein, ich dann weiß ich es aber einfach nicht. Ja, ich glaube, das war aber so ein Grand Final Reset, dann hat Konsti so den Rest halt einfach gewonnen. Nice. Aber man muss halt auch dazu sagen, hier geht es um viel, viel mehr. Ja, true. Dank seinem Charity-Stream gibt es so viel mehr Pot. Ich habe total vergessen, dass wir einen Pot-Bonus haben, ne? Ich glaube, das sind insgesamt so 500 Euro. Okay, das ist nee, oder? 500. Ja, 500 Euro. Da würde also das ist schon juicy. Man muss auch dazu sagen, es geht hier gerade in Pools nur um Seeding fürs Bracket. Ja. Was aber natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, weil natürlich, wenn du einen besseren Seed hast, kriegst du einfachere Gegner im Bracket ja. Und kommst halt auch dementsprechend weiter. Und hier entscheidet es sich tatsächlich, wer halt den dritten Seed im Turnier hat, dann im True. Endeffekt. Also, Winner-Semi sollte dann leichter zu machen sein. Danach muss der Gewinner wahrscheinlich gegen Arthur, was ein bisschen rough wäre. Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall trotzdem sehr gut, wenn man dieses Set hier gewinnt. Und Konzi hat auch ziemlich Bock drauf. Ja, auf jeden Fall. Jetzt gerade ist er auf jeden Fall die Jazz anmachen. Er ist auf jeden Fall krass am Spielen. Er ist am Gamen. Also, ich muss sagen, ich weiß gar nicht, was er viel anders gemacht hat, aber es sieht sehr, sehr rough aus für Bird. Ja, es sieht nach Liegestütze aus. Und es sieht wirklich nach Liegestütze aus. Aber das sollte ein schöner Edgeguard sein, ja. Ja. Ja, aber eine schlechte Position für Falcon. Kann er nicht viel machen. Ich weiß wirklich nicht, wie er dieses Comeback auf die Beine stellen möchte, besonders als Puff. Ja, weil Rest ist halt so kein Ding. So Konzi kann jetzt immer für irgendwelche Trades gehen, in irgendwelche Backers mit selber mit Aerials reinrennen und einfach die Prozente aufbauen. Und als Puff tradet man halt leider auch öfter gegen Falcon und das ist jetzt leider echt nicht mehr drin. Das kann sich der Third nicht mehr erlauben. Schön. Aber das sollte er noch überleben. Falkenpunch? Nee, ist doch ein... Ja, okay. Oh mein Gott! Resty? Nee, obwohl, leider, das wäre dumm gewesen. Nicht.
Das war einfach nur mein Instinkt gewesen. Warum? Ja, ich hätte vielleicht gamble können okay, für den ja, Rest of the Top, aber das ist es. Ja, aber sehr, sehr competitive Set. Ich hätte nicht erwartet, dass es so close ist, aber... Abgesehen vom letzten Game leider. Ja, ja. Aber Jan hat dich richtig gut geschlagen dafür halt, dass Konsti halt schon ganz klar der Favorit ist. Ja, auf jeden Fall. Und hoffen wir mal, dass die nächsten Sets auch so werden. Ja. Weil das war halt schon Nailbiter zum gewissen Grad. Ja, ich war auf jeden Fall entertained bei den Sets. Also sehr interessant. Ich denke auch, heute ist ein guter Tag für, ich glaube, Dennis vielleicht für einen guten Breakout-Run. Oder G-Pipes. Oder Lil Fousey, wenn er mal wieder richtig gut spielt. Der hat jetzt leider ein paar also G-Pipes und Dennis haben auch so beim vorletzten Weekly auch ziemlich passiert. Ja, das war also einer der most stacked Weeklies seit Jahren wahrscheinlich. Und die wurden halt jeweils, ich glaube, zweiter und dritter. Ja. Also oder, nee. Nee, dritter und vierter. Ja, dritter und vierter. So, Khan wurde zweiter und Niki erster. Genau. Und da waren halt richtig viele gute Leute da. Also. Ja, aber man muss dazu sagen, dass Dennis... Ich weiß gar nicht, wen hat er eigentlich besiegt? Also auf jeden Fall G-Pipes hat er wieder mich besiegt. Mich hat er besiegt. Okay, das war krass, ja. Und Maxi wahrscheinlich dann. Nee, Maxi hat er gedutscht, glaube ich. Nee, G-Pipes hat, glaube ich, Maxi besiegt. Genau. Aber dann hatte Maxi, glaube ich, erst über das Mid-Level gute, viele Wins. Ich meine, wir können hier theoretisch schauen, ne? Ja, gerne. Aber halt so gegen Konsti, Arthur oder Niki ist vielleicht eine Chance drin, dass er was holt, aber naja. Das ist auf jeden Fall auch nochmal eine andere Liga. Natürlich ist heute auch Lele die komplette Wildcard. Ey, Lele, actually richtig insane. Ja, ist ein Pikachu-Spieler, Italiener, der Bruder von Nick Stratz, ein Falco-Man, der auch gerade hier in Berlin ist. Hatte gestern einen super Run bei Arcadian und ist Zweiter geworden. Habe ihn heute Friendlies gespielt. Das hat sich das Geld eingesackt. Genau. Also im Arcadian gab es auch richtig viel Geld. Wenn ihr nächstes Mal Bock auf ein Arcadian habt, kommt ran. Wenn ihr gut performt, kriegt ihr auch einen Batzen Kohle. Ja, safe. Ich weiß gar nicht, wie viel Payouts es gestern gab. War es so also, 60, 70, 80? Also der Erste hat, glaube ich, 100 Euro bekommen. Okay, das ist verrückt. Okay, also Dennis hat beim vorletzten jedoch, hat er einen Winners gemacht. Der ist relativ früh in Winners gehauen worden, weil er gegen G-Pipes verloren hat. Dann hat er Marley besiegt, Nick Strat, mich und dann G-Pipes nochmal. Ja, G-Pipes okay, das ist ein super Run. G-Pipes hat er dich besiegt ja. Und Maxi. True. Also sind beide tatsächlich richtig krasse Leute und es ist... Muss man auch sagen, eine Unverschämtheit, dass G-Pipes bei Arcadian zugelassen ja, war. Ja, auf jeden wenn Fall. Wenn man sich anschaut. Weil die Sache ist halt, G-Pipes war halt schon fest im Arcadian, ja. Als er halt nur nicht so gepoppt oft ist. Aber war schon die ganze Zeit gut. Er hatte halt bloß immer die Set-Wins bei den Weeklies. Ja. Also ich hatte halt einen Losing Record gegen ihn. Ich habe noch nie ein Set gegen ihn gewonnen. Der Typ ist gut. Ja, es ist so gut, Mann. Ich kann ja aber nicht besiegen. Also zum ersten Mal gegen ihn gespielt auf dem Weekly, ich dachte so, ja, yet another Marv. So, ich kenne den nicht. Und so, what the fuck, der führt einen Zoll, was passiert hier? Das ist ja krass. So nicht so, dass er halt einen irgendwie cheest oder so. Das ist halt einfach so solid Gameplay, gutes Neutral, gutes Punish Game. Halt auch richtig gutes Punish Game eigentlich auch für sein Level. Er hat echt so seine Setups, die er grindet, hat schon ganz viel Zane geschaut. Macht auch gerne diesen Backthrow auf der Side-Plattform und dann diese Dropdown-Abwehr, um alle Optionen zu covern. Einfach sehr, sehr beeindruckend, sehe ich gerne. Er ist auf jeden Fall insane. Das ist halt auch die Sache mit Berlin. Es gibt halt keine Stadt, die halt so ein krasses so Mittelfeld hat. Haben wir auch vorher schon draußen drüber geredet. Genau. So, wenn man sich so andere Städte anschaut, irgendwie, ich sag jetzt mal Hannover oder Stuttgart. Ja, true. So, die haben halt richtig insane Player, aber so danach fällt es schon. Aber so in Berlin ist es halt so kontinuierlich so viele Leute, die halt einfach so gleich im Skill-Off sind. Und halt auch alle insane. Deswegen ist es halt auch so krass, wenn man sich so eine jede Top 8 anschaut, so dass halt so teilweise passieren kann, dass so Dennis oder Maxi halt nicht Top 8 kommen. Ja, das kann schon mal passieren. Und dabei sind es halt so PR-Player, so, also schon so mindestens Top 20. Ja, das macht Berlin auf jeden Fall schon sehr stacked. Aber dazu muss ich auch sagen, Hannover ist eigentlich auch gerade ziemlich gut, ne? Sie haben viele Spieler, die gerade auf Rise sind, ne? Ja, also Hannover gerade noch nicht so krass, was halt so die ganze Player-Base angeht. Die haben halt so richtig gute Spieler wie Paul oder Anna. Ja. Und Setlux wird auch gerade ruhig. Setlux wird besser. Ich bin richtig überrascht, als ich gegen ihn letztes Mal gespielt habe. Und Meroen sieht man ja auch ab und an. Ja, der spielt noch. Der spielt noch? Ja, also da war auch bei dem letzten Arcadia. Nee, beim letzten, nicht beim vorletzten. Ja. Das hat er auch gewonnen. Ja, okay, verrückt, da ist aber auch noch drauf. Der war auch dann beim Virtual Melee und der ist jetzt auch für nächsten Monat beim Pixel-Pokal, glaube ich. Bei ja, diesem okay. Dreamhack. Ich dachte, die ganze Zeit retired. Nee, also Meroen war auch retired eine längere Zeit. Halt vor allem während Corona, glaube ich. Aber er ist halt immer noch richtig ein